So, während wir uns auf dem Weg zum Schmied machen, will ich noch über eine andere Sache reden. Und zwar Pinwheel, also den Boss, den wir jetzt in den Katakomben getötet haben. Der hat nämlich selber auch noch eine kleine Story. Die wollte ich eigentlich schon auf dem Weg raus aus den Katakomben erzählen. Aber ich wollte einfach nur schnell raus aus dem dunklen Loch. Ja, Pinwheel war mal ein Mensch, beziehungsweise drei Menschen eigentlich, eine Familie so gesehen. Und zwar, wir haben ja von Pinwheel die Maske des Sprösslings bekommen, also die Maske seines Sohnes. Ja, die Story von Pinwheel ist ziemlich traurig und crazy gleichzeitig. Und zwar hatte Pinwheel eine Familie, eine Tochter und eine Frau und ein Kind. Eine Frau und eine Tochter und ein Kind, ja. Eine Frau und ein Kind. Ja, und beide sind wohl gestorben. Und deswegen ist Pinwheel ins Land Lordwyn gekommen. Und hat Nito die Kunst geklaut, Tote wieder zum Leben zu erwecken. Also ja, das steht ja in der Beschreibung des Helmes, also der Maske. Maske des Feuerrats, des Nekromanten, der des Grabenfürsten Machtstall und die den Katakomben herrscht. Was wir noch von Pinwheel bekommen haben, also vom Feuerrat, ist die Kunst des Entfachens. Die ist unter Schlüssel, glaube ich. Ja. Die Kunst, Menschlichkeit darzubieten, um Leuchtfeuer zu entfachen und zusätzliches Estus aufzusammeln. Entfachen war ein heiliger Ritus der Kleriker. Durch Untote können sie den Vorgang nachhaben, so wie sie ihre Aushöhlung mittels Menschlichkeit umkehren können. Wie seltsam, dass Menschen ihre Menschlichkeit erst als Untote zu schätzen wissen. Ja, also, es gab mal, ich habe mal die Vermutung gehört, dass das Entfachen, also das Entkindling, in Wirklichkeit von Nito erschaffen wurde, weil die großen Fürsten angeblich an die Menschlichkeit rankommen wollte. Hier ein kleiner Spoiler, die Menschlichkeit sind nämlich die Einzelteile der Dark Soul. Und mit dem Entfachen eben, mit dem Ritus des Entfachens, wollten sie eben, dass die Untoten Menschlichkeit da ihnen darbieten, dass sie so an die Dark Soul herankommen. Aber ich für meinen Teil halte das für, naja, ein bisschen Humbug, wenn ich so sagen darf. Weil in der Beschreibung steht ja schon, dass die Kunst des Entfachens von Klerikern genutzt wurde, aber wohl nicht auf diese Weise. Also nicht dadurch, dass Menschlichkeit dargeboten wurde, sondern einfach, dass sie irgendwie anders das Leuchtfeuer entfacht haben. Weil es gibt auch, irgendwo habe ich auch gelesen, dass angeblich der Weiße Weg angefangen hat, Leuchtfeuer aufzustellen. Und das ist ja die Kirche, zu denen die Kleriker gehören. Ja, aber meine Vermutung ist eher, dass Pinwheel damals, bevor er nach Lordwyn gekommen ist, die Kunst des Entfachens geklaut hat. Ganz einfach, weil er gehofft hat, mit der Kunst des Entfachens zusammen, also wahrscheinlich ist er selber zum Untoten geworden, also musste er sie persönlich abändern, die Kunst des Entfachens. Mit der Kunst des Entfachens selber und Nitos Macht, Tote wieder zu erwecken, seine Familie zurückzuholen. Das scheint ihn auch geglückt zu sein, nur leider hat er sich dabei mit seiner Frau und seinem Kind verschmolzen. Deswegen sah er jetzt so komisch aus, hatte drei Köpfe mit Masken und so weiter auf. Also ziemlich crazy und traurig. Er wollte nur seine Familie wieder haben und jetzt ist er so ein Geschöpf geworden, das wir einfach töten mussten, weil wir den Ritus holen wollten. Was noch dafür spricht, dass der Ritus von den Klerikern ist und von ihnen geklaut wurde, ist die untote Mission. Also wir haben ja, sind ja Rhea und ihren Begleitern begegnet aus Torolund. In Torolund ist die Weiße Kirche übrigens. Dass sie das in Kindling zurückbringen sollten. Und da ja eigentlich nur Untote wirklich nach Lordwyn gelassen werden, beziehungsweise nur Untote hier eine Chance haben, überhaupt zu überleben, war das wohl der Grund, warum sie Untote dafür ausgewählt haben.
hier den Ritus zurückzuholen. Naja. Schien geklappt, nicht ganz geklappt zu haben bis jetzt, weil wir ja jetzt den Ritus haben. Also wir ihn vom Pinwheel geklaut haben, sozusagen. Indem wir ihn, wow, nicht hier runterfallen, indem wir ihn besiegt haben. Also so ist jedenfalls meine Vermutung, dass Entfachen vom weißen Pfad erschaffen wurde, Pinwheel dieses Entfachen geklaut hat, damit nach Lordwyn ist, wahrscheinlich sogar schon als Untoter, diese Art des Entfachens so abgeändert hat, dass man Menschlichkeit opfern kann zum Entfachen, wie es für Untote ja üblich ist. Und dadurch eben mit dem Entfachen und der Macht von Nito seine Familie wiederbelebt hat. Das ist jedenfalls meine Vermutung zu Pinwheel. Also das ist, was ich glaube. Wie immer, wenn ihr anderer Meinung seid oder selber Meinung oder irgendwas dazugeben wollt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun. So, das nächste, was wir machen müssen, wir brauchen Moos. Und zwar lila Moosklumpen mit Blume. Wir haben nur einen, wir sollten mindestens 5 haben. Deswegen brauche ich ein paar Seelen auf. So, Seelsoldat ist bereits hier eingeloggt. Also verbrauche ich mal 3 Stück, dann können wir uns nämlich noch 4 Moosklumpen kaufen. So. Ja, ich habe mich im Stich gelassen, eigentlich nicht. So, ich hätte gerne 4 Stück davon und das war's auch schon. Ja, wir kommen wieder, wenn wir was brauchen. Im Augenblick brauchen wir aber nichts. Im Augenblick würde ich gerne diese Moosklumpen ausrüsten. Die hier. Und würde gerne schon mal mein... Nein, das Schild wechsle ich noch nicht. So. Jetzt geht es nämlich abwärts. Mal kurz gucken, wie viele... Au! Du! Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? So. Ich wollte gerade eigentlich nur gucken, wie viele... Titanitscherben ich noch habe, aber ich habe so gesehen gar keine mehr, nur noch eine grüne. Das finde ich nicht so toll. Naja. Schild auf 10 bringen wird also wohl nicht gehen. Dafür kämpfen wir uns jetzt hier wieder durch die Tiefen durch. Oder durch die Untiefen. Wie man es auch immer nennen mag, diesen Ort. So, weg mit dir. Weg mit dir. Sehr gut. Na komm. Weg. Ja, wir begeben uns jetzt endlich mal in die Schandstadt. Ein Trip, auf den ich mich nicht so unbedingt freue. Stirb. Und ich hoffe mal, dass mit der Aufnahme alles klappt. Weil ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit, wie ihr vielleicht auf meinem Kanal gesehen habt, habe ich ein bisschen mit Dark Souls 2 auch nebenbei angefangen, so als kurzes Intermezzo, wenn ich so ausdrücken darf. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich nicht gerade dezent viel Speicherplatz auf meiner Festplatte habe, um sowas aufzunehmen. Also habe ich mir einfach mal in der Zwischenzeit eine neue Festplatte als Erweiterung gekauft, damit ich mehr Platz habe. Jetzt ist halt das Problem, irgendwie scheint die neue Festplatte wohl was mit meinem DxTory angestellt zu haben, sodass ich Dark Souls vielleicht nicht richtig aufnehmen kann. Also gerade nur Dark Souls 1. Das wird wahrscheinlich irgendwie am Modpack oder an den Mods liegen, die ich installiert habe, also an dem DS-Fix. Aber ich hoffe mal, dass es so klappt. Ich habe jedenfalls eine ganze Weile rumprobiert und es dann doch noch zum Laufen gekriegt. Ich hoffe mal, dass es jetzt wirklich läuft. Ja. Gucken wir mal. Wir begeben uns jetzt erstmal in die Tiefen. Töten uns durch.
Wir müssen jetzt hier uns wieder gegen die Schleime zur Wehr setzen. Mal sehen, was sie so Schönes geworfen. So, einer tot. Zweiter tot. Dritter tot. Sechs Stück waren es, glaube ich. Ja. So, einer tot. Ja, ich bin froh, wenn wir nicht mehr mit diesem Schleim hier abgeben müssen. Theoretisch gibt es ja einen anderen Weg in die Schandstadt, aber bei einem richtigen Let's Story will ich euch den Originalweg und alles nicht vorenthalten. Also ich mache hier kein Powerplay. Sondern ich raste jetzt hier erst einmal an diesem Leuchtfeuer. Logge ich mich mal kurz ein. Oder log ich mich kurz ein. So. Ist besser auszudrücken. So, weg mit dir. Du heißt jetzt zum Glück das, was du mir gerade abgenommen hast, auch wieder, dank des bösen Auges. Und dann wollen wir hier runter. Hier war ja die Abkürzung in die Schandstadt. Die Schleime hier ignorieren wir mal. Die Ratten auch. Domhall of Sinai tun wir auch ignorieren. Und betreten lieber dieses komisch leuchtende Zeugs hier. So, hier wechsle ich mal das Schild endlich. So, das könnte nämlich ab jetzt hier ziemlich unangenehm werden. So, runterrutschen. Und den da aggroen. So, und dann einfach warten, bis er hier angerannt kommt. So, komm. Genau. Den ersten kriegen wir so am leichtesten kaputt. Nur für den Rest brauchen wir jetzt mehr Kampfgeschick. Genau, für dich da. Also die Jungs hier sind nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Hier gehen sie ja noch. Ja. Wow. Außer sie machen sowas. Und seht ihr, wie böse das Gift von denen ist? Gerade das ist der Hauptgrund, warum ich das Spinnenschild so weit hochgesteckt habe. Und ein Jaucheküchlein. Yam yam, lecker, lecker. So, hier ist Laufen ohne Schild immer etwas gefährlich. Au. Und aufpassen, wo man draufschlägt. Und da kommen die richtigen Viecher der Schandstadt. Die richtigen Problemviecher. Obwohl ich den nicht gerade unbedingt gerne bei mir habe. So. Kurz wieder wechseln, heilen. Auch wenn da hinten gleich schon der nächste angerannt kommt, wie es mir scheint. So, ja, auch ihr Küchlein schnappen. Dann geht's hier weiter. Mal sehen, wann wir bespuckt werden. Jetzt. So, einer weg. Von denen. Da ist der andere. Boah, wenn sie so brüllen, sollten wir vorsichtig sein. Da machen sie nämlich ihren Greifsprung. Oder ihren Sprungangriff. Oh, und sie lassen so... Ja, sie lassen manchmal Seelen verlorener Untoter liegen. So. Und hier ist das wahre Übel der Schandstadt. Die Blowdart Sniper. Wow. Aua. Ach, mach einen Abflug, du Wurst.